gewisse... Das kann... Und nun, liebe Zuschauer, ist es wieder Zeit für die Hobbythek. Und in der heutigen September-Ausgabe geht es um Gesundheit, Fitness und sportliche Ernährung. Vielleicht haben Sie sich ja schon einen Schreiber und Papier parat gelegt für Adressen und Videotexthinweise. Und dann sagen wir Band ab, Hobbythek, fit durch schön, nein, schön durch Fitness. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key. Das waren noch Zeiten, als die ersten Songs der Beatles für deutsche Fernsehzuschauer sozusagen pflegeleicht zubereitet wurden. Achten Sie mal auf die dezent ausgekleideten Herren in der Dekoration. Man merkt es, in den 60er Jahren war zu viel Erotik im Fernsehen noch verpönt. Diese Szene stammt aus einer der ersten Fernsehshows in Farbe, die der WDR produziert. Sie wurde Anfang 1968 ausgestrahlt. Insofern ist sie ein historisches Dokument, das ich Ihnen nicht vorenthalten wollte. Zunächst einmal herzlich willkommen bei der Hobbythek, liebe Zuschauer. Vielleicht wird sich so mancher von Ihnen gefragt haben, was A Little Help from My Friends in unserer Hobbythek zu suchen hat. Nun, ich wollte Ihnen damit vor allen Dingen die Änderung des Zeitgeistes in den letzten drei Jahrzehnten dokumentieren. Die starken Herren im Hintergrund sollten Bodybuilder darstellen und waren es damals auch. Verglichen mit den gestylten Körpern heutiger Muskelmänner waren es aber bestenfalls Vorlaufsmodelle nach dem Motto »Wie gewachsen«. Bezeichnend ist auch die Bekleidung der Sängerin. Ihr Umhang verhüllte auch die kleinste Offenbarung. Nur der Bauchnabel durfte gerade noch gesehen werden. Auch hier bietet sich ein Vergleich mit heute an. Bei den Meisterschaften der Bodybuilder präsentieren sich nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen sehr freizügig. Das bisschen etwas, was da Weiblein oder auch Männlein noch anhaben, ist fast eine vernachlässigbare Größe. Der gestylte Körper kommt so voll zur Geltung. Ganz im Sinne der alten Griechen. Wussten Sie schon, dass im Wort Gymnastik der Begriff Gymnos, das heißt nackt stecken, wörtlich übersetzt heißt infolgedessen Gymnastik mit nacktem Körper Leibesübungen treiben. Da kommt die Körperliebe der alten Griechen voll zur Geltung. Sie waren offenbar sehr körperbewusst, wovon unzählige, zum Teil noch exzellent erhaltene Skulpturen zeugen. Die berühmteste ist wohl die Venus von Milo mit ihren idealen Maßen, der heutzutage immer noch die Frauen nacheifern, meist vergeblich. Aber wenn Sie so wollen, vielleicht ist das gerade das erfreulichste Ergebnis. Denn ob dieses Körperstyling, das durch eine bestimmte Ernährung und durch Kraftübungen erreicht werden soll, immer der Gesundheit tunlich ist, das kann man durchaus in Frage stellen. Und deshalb haben wir unserem Titel »Schön durch Fitness« auch ein dickes Fragezeichen verpasst. Welcher Mühe sich da viele Menschen freiwillig der angeblichen Schönheit wegen unterziehen, das möchten wir im folgenden Film unter anderem dokumentieren. Schön durch Fitness. Trainieren Sie der Schönheit wegen? Eigentlich bin ich mit mir ganz zufrieden, so wie ich bin. Warum trainieren Sie? Ich nur so, matt zu reagieren abends, um ein bisschen Dampf ablassen zu können. Wie fühlen Sie sich dabei? So richtig fit und gekräftigt oder? Ich kann mehr essen, das ist wichtig. Sie können mehr, ja, was essen Sie denn? Das ist ja ganz interessant. Ich esse alles. Ich achte nur darauf, dass ich keine Dosen kaufe im Supermarkt und nie Tiefkühlkost kaufe. Aber ich trinke gerne mal ein Bierchen und sichte auch nicht auf Süßigkeiten. Ich habe kein großes Programm, glaube ich. Und wie ernähren Sie sich, damit Sie zu solchen Muskeln kommen, zu einem gut gestylten Körper kommen? Ja, alles, was Spaß macht. Also das ist irgendwie nicht gezielt. Ja, Mutti ist gute Küche zu Hause und ansonsten, also von Fritten bis ein Graubrot eben alles. Also durch die Bank, das, was kommt, wird gegessen. Also nicht gezielt, irgendwie was Besonderes, sondern ja, das, worauf ich gerade Appetit habe. Es gibt ja im Moment sehr viele Eiweißpräparate auf dem Markt, sehr viel isotonische Getränke, Mineralstoffgetränke, Zusatzprodukte. Nehmen Sie irgendwelche dieser Produkte? Das ist mir einfach zu aufwendig und zu teuer auch teilweise.
Also ich weiß wohl, dass es gibt. Ich habe es auch mal ausprobiert, aber eben nur kurz, weil das also sehr kostenintensiv ist. Und wie oft trainieren Sie in der Woche? Viermal in der Woche. Und damit man jetzt so viele Muskeln aufbaut wie Sie, wie ernähren Sie sich? Man muss was nehmen, ne? Eiweiß und also Aminosäure-Tabletten, muss das alles nehmen. Oder sonst kommt das nicht. Ernähren Sie sich irgendwie speziell für dieses Training? Ja, ich trinke nach jedem Training ein Eiweißgetränk, weil es den Muskelaufbau fördert. Ernähre mich eiweißhaltig, zum Beispiel Fisch, Fleisch, Vollkornsachen. Also jetzt keine Kohlenhydrate, also wenig Kohlenhydrate, wenig Fett. Und wie ist mit Mineralstoffen? Weniger Aminosäure und sowas noch. Und dann Ampullen gibt es alles Mögliche, da sind alle Stoffe vorhanden, unter anderem Mineralstoffe, aber hauptsächlich auch eiweißhaltig. Die Antworten der Hobbysportler zeigen, liebe Zuschauer, dass die Meinungen zur sinnvollen körperaufbauenden Ernährung doch sehr weit auseinandergehen. Das ist kein Wunder, wenn man die vielen, teils völlig kontrovers lautenden Empfehlungen in den Fachzeitschriften für Sport oder auch für Bodybuilder betrachtet. Auch die allgegenwärtige Werbung suggeriert, dass man nur mit Spezialmittelchen und Fitnessgetränken den gewünschten körperlichen Erfolg erreichen kann. Wenn Sie, liebe Zuschauer, glauben, dass dies nur eine kleine Minderheit von Menschen anspricht, dann sind Sie schiefgewickelt. Die Geschäfte gehen so gut, dass zumindest in den Städten schon Spezialläden entstanden sind, die neben den offenbar unentbehrlichen Utensilien für das modische Outfit auch Unmengen angeblicher Wundermittel für die zeitgemäße Körperertüchtigung verkaufen. Wir sprachen mit dem Inhaber eines Ladens. So, Sie haben hier so eine ganze Menge Eiweißpräparate, Mineralstoffpräparate und so Energieriegel. Diese ganzen Eiweißpräparate in der Form, machen die eigentlich Sinn? Und für wen sind die sinnvoll? Sinnvoll sind sie für die Leute, die aufgrund ihrer Ernährung oder weil sie ihren Sport betreiben, erhöhten Kalorienbedarf haben. Da die meisten Leute heutzutage arbeiten gehen, haben sie einfach das Zeitproblem. Irgendwo eine sinnvolle, eine Mahlzeit kann man wohl einbauen, aber manchmal sind es ja 4, 5 Mahlzeiten, die man braucht. Und da fehlt einfach die Zeit für die Sachen so zu essen, wie man sie braucht. Und deswegen gibt es diese Produkte. Angenommen, ich bin jetzt nicht Bodybuilder, sondern so ein ganz normaler Sportler und will mich einfach wohlfühlen und laufe so eine halbe Stunde hier durch den Wald. Brauche ich dann überhaupt so ein Eiweißpräparat und so Mineralstoffe? Also generell können wir davon ausgehen, dass du selbst als Freizeitsportler 1 bis 2 Gramm Eiweiß auf jeden Fall brauchen pro Körperkilo. Als Bodybuilder jetzt ja noch ein bisschen mehr, 3 Gramm. Und das ist also dann schon eine ganz schöne Menge. Wenn Sie zum Beispiel, sag ich mal, 90 Kilo schwer sind, bei 3 Gramm, das sind 270 Gramm Eiweiß. Die muss man erstmal zu sich nehmen. Ja, was kostet so Eiweiß? Was kosten so Präparate? Wenn wir jetzt so von so einer 750 Gramm Dose ausgehen, mit der Sie normalerweise 4 bis 5 Wochen hinkommen, die kostet so um die 40 Mark. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt einfach so mal 10 Kilo hebe und so ein bisschen was an Sport mache, brauche ich dann so, im Moment ist ja Magnesium und Calcium ganz groß, der Renner, brauche ich solche Dinge, wenn ich... In dem Moment, wo Sie einen Sport betreiben, wo Sie eben aufgrund des Schweißverlustes viele Mineralstoffe verlieren, sollten Sie auf jeden Fall Mineralstoffe ergänzen, einfach um das Depot wieder aufzuladen. Das ist zum Beispiel eine Beratung, die Sie nicht selten bekommen, wenn Sie Geschäfte dieser aufsuchen, ein Gewäsch von Sprüchen und Behauptungen. Das Schlimme dabei ist, dass solche Verkäufer durchaus von den umsatzsteigenden Aussagen überzeugt sind. Doch die meisten Sport- und Ernährungswissenschaftler halten die Präparate für unwirksam. Wie aber soll der Verbraucher dieses einschätzen können, wenn selbst Apotheker, die es eigentlich besser wissen sollten, gleiche oder ähnliche Präparate in vorderster Ladenfront feilbieten wie diese Kölner Apotheke? Da gibt es nicht nur Eiweißpräparate wie Eiweißriegel, Pülverchen und so weiter oder angebliche Muskelaufbaumittel, sondern auch isotonische Getränke aller Art, zum Teil sogar gekühlt mit vermeintlicher direkter Power- und Fitnesswirkung. Wodurch unterscheidet sich dann die Apotheke von jedem Kiosk um die Ecke? Nun, um hier etwas objektivere Aufklärung zu vermitteln, haben wir diese Sendung vorbereitet. Wir, das ist unter anderem meine Kollegin Frauke Kleist, Diplom-Sportlehrerin ihres Zeichens mit dem Schwerpunkt Sportmedizin. Sie kennen sie vielleicht noch von unserer vorigen Sendung im vorigen Jahr, Bewegung ist das halbe Leben. Ja, Jean, im Grunde genommen ist dies heute eine Fortsetzung unserer damaligen Sendung, allerdings mit dem Schwerpunkt richtige Ernährung. Zunächst einmal wollen wir uns fragen, was man tun muss, um einen Körper zu bekommen, der einem selber gefällt. Voraussetzung ist aber in jedem Fall körperliche Betätigung, so wie wir das ja in unserer letzten Sendung schon gezeigt haben. Insofern sind also Fitnessstudios und Fitnessgeräte bzw. gymnastische Übungen durchaus sinnvoll. Allerdings sollte man sich vor jeder Einseitigkeit hüten, so wie das bei manchen fanatischen Bodybuilder der Fall ist.
Wichtig ist, das Ganze mit einem Ausdauer- bzw. Kreislauftraining zu verbinden. Das heißt mit Radfahren, Joggen, Rudern. Alles das, was man ja auch im Fitnessstudio tun kann. Das hat dann den Vorteil, dass das Herz als entscheidender Lebensmuskel den frisch gewonnenen Muskelpaketen angepasst wird. Jeder, der also im Fitnessstudio oder im Hause trainiert, mit Hanteln, Expandern oder mit derartigen Kraftmaschinen ackert, sollte 20 bis 30 Minuten Ausdauertraining vorab nicht vergessen. Das kann man mit einem Fahrradergometer machen, aber auch mit einem richtigen Fahrrad. Oder Sie nehmen die Füße selber in die Hand, zum Beispiel beim Joggen oder beim Aerobic. So, bevor wir aber nachher ein paar praktische Übungen zur Körperformung zeigen, möchten wir mit einigen Vorurteilen der Fitnessernährung aufräumen, die insbesondere durch die Werbung oder durch selbsternannte Fitnessberater in die Köpfe von vielen gesundheitsbewussten Menschen geraten sind. Als erstes ist da der Mythos, Eiweiß zu nennen. Da wird behauptet, wie wir das ja eben von unserem Spezialisten im Kölner Fitnessladen gehört haben, dass zum Aufbau der Muskulatur unheimlich viel Eiweiß notwendig ist, jedenfalls mehr als mit der normalen Ernährung aufgenommen werden kann. Mit Verlaub, das ist Volksverdummung. Es liegen viele wissenschaftliche Untersuchungen vor, die dieses eindeutig widerlegen, wie zum Beispiel der in Deutschland hoch anerkannte Ernährungs- und Sportwissenschaftler Dr. Klaus-Jürgen Moch jetzt erläutert. Zunächst einmal die, dass Schwerkraftsportler, Bodybuilder, keinen zusätzlichen Eiweißbedarf haben, dass sie das, was sie an Eiweiß benötigen, mit der ganz normalen Nahrung sogar im Übermaß zu sich nehmen und dass sie keine Unterschiede zeigen zu Personen, die keinen Sport treiben. Wir nehmen etwa das anderthalbfache bis zweifache zu uns dessen, was wir tatsächlich benötigen. Und das reicht vollständig aus, um jedweden Eiweißbedarf abzudecken, und ich denke, dass da auch jedwede Sportart unterfällt. Nun, diese Aussage, liebe Zuschauer, war zunächst auf Leistungssportler bzw. Bodybuilder bezogen. Umso mehr gilt sie für uns Normalbürger. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass mehr Eiweißkonsum mehr Muskeln, das heißt mehr Muckis, erzeugt. Im Gegenteil, viele Zivilisationskrankheiten können auf zu hohe Eiweißaufnahme zurückgeführt werden. Eiweiß ist vor allen Dingen in hoher Konzentration im Fleisch enthalten. Zu viel davon ist ungesund, im Extremfall kann es Gicht, Nierensteine, Arthrose, aber auch Darmkrebs und so weiter auslösen. Leider ist zu viel Fleisch in der heutigen Ernährung typisch. Dies soll nicht heißen, dass wir Eiweiß überhaupt nicht brauchen, aber es kommt halt auf die Dosis an. Die Weltgesundheitsorganisation hat den Eiweißbedarf, und zwar pro Kilogramm Körpergewicht der Menschen, errechnet. Hier in der Grafik sehen Sie die Werte, und zwar in Abhängigkeit vom Alter. Säuglinge brauchen besonders viel. Kein Wunder, denn der schnell wachsende Körper braucht das Eiweiß, das aus den sogenannten Aminosäuren. Sie sehen, der Eiweißbedarf pro Kilogramm Körpergewicht sinkt mit dem Alter rapide ab. Säuglinge brauchen noch fast 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. 8 Jahre alte Kinder benötigen nur noch die Hälfte, so etwa 0,9 Gramm. Ab 10 Jahren gibt es dann einen kleinen Unterschied zwischen Jungen und Mädels. Und hier können Sie das sehen. Im 20. Lebensjahr ist das Wachstum weitgehend abgeschlossen. Sie sehen hier, das nähert sich hier der Horizontale. Und da brauchen Männer etwa 0,57 Gramm pro Kilogramm und Frauen 0,52 Gramm. Also nicht, wie eben vom Fitnessladenbesitzer gesagt, 2 bis 3 Gramm, sondern ungefähr nur ein Viertel davon. Mit 50 Lebensjahren brauchen Männer 0,52 Gramm und Frauen 0,51. Sie sehen, da nähern sich die beiden Kurven von Frauen und Männern. Ich will das einmal etwas konkretisieren, und dazu haben wir ebenfalls eine Tabelle hier angefertigt. 20 Jahre alte Männer benötigen, wenn sie 60 Kilogramm Körpergewicht haben, circa 35 Gramm reines Eiweiß, und das steigt dann bei einem Körpergewicht von 90 Kilogramm auf 51 Gramm. Hier, Männer im Alter von 50 Jahren brauchen nur unwesentlich weniger, das liegt dann zwischen 31 und hier circa 47 Gramm. Nun schauen wir mal die
an, 20 Jahre alt, benötigen Sie bei 50 Kilogramm Körpergewicht ca. 26 Gramm reines Eiweiß und etwas korpulentere, die haben dann schon immerhin 42 Gramm ca. nötig und mit 50 Jahren sinkt das nur unwesentlich ab. Und wenn wir uns das einmal im Überblick anschauen, dann liegt der Eiweißbedarf pro Tag der meisten Erwachsenen zwischen 25,5 und 51 Gramm. Mit einem, ich möchte sagen, bescheidenen Frühstück, das aus zwei Scheiben Brot oder auch Brötchen besteht, mit Käse oder Wurst bzw. Schinken als Auflage und noch ein bisschen Milch im Kaffee, dann nimmt man schon etwa 20 bis 23 Gramm reines Eiweiß auf. Gönnen sich dann auch noch den Luxus eines Frühstückseis, ja, dann kommen Sie ohne weiteres auf 30 Gramm, denn so ein Ei bringt mindestens 7 Gramm reines Eiweiß. 30 Gramm, nun, das deckt etwa den Eiweißbedarf der meisten Damen und leichten Jungs. Alles, was Sie jetzt weiter am Tag essen, geht also im Prinzip schon über den Bedarf hinaus. Schauen wir uns nochmal ein typisches Mittagessen. Wollen wir relativ bescheiden bleiben, gehen wir mal von 150 Gramm Fleisch oder Fisch aus und damit nehmen Sie auf Anhieb 27 bis 33 Gramm Eiweiß auf. Und wenn Sie dann auch noch die übliche Gemüsebeilage mit Soße und Kartoffeln, Nudeln oder Reis auf dem Speisezettel, eventuell auch noch das Gemüse mit Käse, kommen da leicht 10 Gramm Eiweiß noch hinzu, macht also zusammen etwa 40 Gramm. Und wenn Sie jetzt auch noch das Frühstück, sind Sie schon bei 70 Gramm und so viel braucht nicht einmal ein männlicher Koloss von 90 Kilogramm. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass die Weltgesundheitsorganisation in den Bedarfswerten ganz schön auf Nummer sicher gegangen ist. Da sind ungefähr 30% Sicherheitszuschlag enthalten. In den Ländern, in denen es den Menschen besser geht, so wie bei uns, kann sie durchaus so großzügig sein. Man sollte aber bedenken, dass etwa die Hälfte der Weltbevölkerung mit viel weniger Eiweiß auskommen muss. Der Hunger der Welt ist nämlich vorwiegend ein Eiweißhunger. Anzeichen dafür sind zum Beispiel die dicken Bäuche der Kinder. Mit dem zu viel an Eiweiß, was wir in unseren Breiten zu uns nehmen, könnte der Eiweißmangel eigentlich in der ganzen Welt erheblich gelindert werden. Vor allem unsere Rindviecher und Schweine in der Massentierhaltung fressen den Menschen in der dritten Welt buchstäblich das Eiweiß weg. So, das zum Thema Eiweiß und was der Körper wirklich braucht. Dabei kommt eindeutig zum Vorschein, dass selbst eifrigste Bodybuilder und Leistungsathleten auf keinen Fall zusätzliche Eiweißpülverchen oder Energie- und Kraftriegel benötigen. Abgesehen davon schädigt zu viel Eiweiß, wie gesagt, auf Dauer den Organismus. Vor allem, wenn zu wenig getrunken wird, weil die Nieren dann Höchstarbeit leisten müssen, um die stickstoffhaltigen, nicht benötigten Aminosäuren in Harnstoff und Ammoniak umzuwandeln. Hinzu kommt noch, dass viele ehrgeizige Hobby-Bodybuilder ihren Körper mit Anabolika oder anderen Hormonen vollpumpen. Und dazu gibt es sogar in manchen Fitnessladen, wie zum Beispiel in dem Film gezeigten, solche Bücher. Eine Anleitung zum Selberdopen mit Anabolika. Da ist ein florierender Schwarzmarkt entstanden, Kontaktadresse meistens Holland. Offenbar haben manche, die ihren Traum von der muskelstrotzenden Figur umsetzen wollen, alle Hemmungen verloren. Das ist aber Selbstmord auf Raten, denn alle inneren Organe, insbesondere das Herz, Leber und die Nieren, aber auch die Gefäßsysteme werden extrem durch Anabolika geschädigt. Übrigens, auch die Potenz leidet darunter. Und was hat man dann von einem noch so knackigen Po oder einem Oberkörper à la Herkules? Eiweiß ist out. Und das sehen Sie auch daran, dass viele Spitzensportler, insbesondere die der Ausdauersportarten wie Mittel- und Langstreckenläufer, Ruderer, Boxer, Tennisspieler, aber auch die Schwimmer, ja und selbst die Könige der Landstraße, die Radfahrer, mittlerweile völlig darauf verzichten, vor den Wettbewerben ein paar Steaks zu verdrücken. Sie sind gut beraten, wenn Sie vor allem die Nahrungsbestandteile zu sich nehmen, die die Natur speziell für den Energienachschub vorgesehen hat. Und das sind die Kohlenhydrate, insbesondere Zucker und Zucker. Frauke,
Ich denke, auch da müssen wir etwas differenzieren, vor allen Dingen, was den Zucker anbelangt, liebe Zuschauer. Er gehört zwar zu den wichtigsten Kohlenhydraten, aber der Zucker ist ja auch nicht ohne Nebenwirkungen. Auch da sind sich fast alle Ernährungsexperten einig, wir versüßen viel zu sehr unser Leben damit. Im Durchschnitt sind es über 100 Gramm reiner Zucker, vor allen Dingen Haushaltszucker pro Tag und Kopf der Bevölkerung, den die Bundesbürger in Form von Süßigkeiten und gesüßten Nahrungsmitteln zu sich nehmen. Abgesehen von Karies und Verdauungsstörungen sorgt der Zucker im hohen Maße dafür, dass wir Deutsche Hunderttausende von Tonnen Speck an unserem Körper herumtragen. Denn jede nicht vom Körper kurzfristig verbrannte Zuckerkalorie wird unweigerlich im Fettdepot enthalten. 40 Kilokalorien, und das sind nicht mehr als diese 2,5 Würfel Zucker oder 2 Bonbons. Sie können auf Anhieb im Körper in 4 Gramm Fett verwandelt werden. So wachsen dann die Fettröllchen zunächst, ohne dass wir es merken, aber umso stetiger, es sei denn, sie verbrauchen den Zucker sofort wieder bei sportlicher Betätigung oder körperlicher Arbeit. Aber da müssen Sie schon ganz schön schuften, wie Sie hier in dieser Übersicht sehen können. In einer halben Stunde Joggen oder aber auch Dauerlauf werden ca. 400 bis 500 Kilokalorien verbrannt. Eine halbe Stunde Schwimmen oder Skilanglauf bringen 300 bis 400 Kilokalorien. Beim Tennis verlieren Sie nur 250 bis 300 Kilokalorien. Und beim Aerobic, je nach Intensität, wirkt wieder ca. 300 Kilokalorien. Beim Fußball im Amateurformat kicken Sie in einer halben Stunde, wenn Sie ehrgeizig sind, so etwa 300 bis 320 Kilokalorien weg. Und beim Rudern macht es durchaus hier 250 bis 300 Kilokalorien aus. Und schlussendlich beim Radfahren mit dem Touringrad auf weitestgehend ebener Straße sind das so 200 bis 250 Kilokalorien. Sie werden mir zustimmen, dass dies bestimmt weniger ist, als Sie selbst geglaubt haben. Wer nun meint, diese Kalorien sofort wieder nachfüllen zu müssen, der sollte wissen, dass schon 50 Gramm Zucker 200 Kilokalorien beinhalten. Und die werden dann in kürzester Zeit in die Blutbahn geschleust, so als wenn sie den Zucker direkt injizieren würden. 50 Gramm Zucker sind aber schon in einem halben Liter Thema gleich noch mehr. Also, Zucker, auch den so häufig als Energen apostrophierte Traubenzucker, brauchen wir Normalsportler nicht, es sei denn, sie haben Angst, eventuell mal ein paar Gramm Fett zu verlieren. Wenn Sie glauben, vor sportlichen Leistungen unbedingt was für Ihre Energiereserven tun zu müssen, dann empfehlen wir Ihnen dies möglichst mit stärkehaltigen Nahrungsmitteln zu tun. Stärke besteht ähnlich wie der Zucker aus Glukosebausteinen. Nur, dass die hier sozusagen an der Kette aneinandergereiht sind. Glukose ist ja Traubenzucker und so ein Stärkemolekül besteht so etwa aus 200 bis 400 dieser Bausteine. Der Vorteil, der Körper muss diese Glukosebausteine zunächst ganz schön trennen und das braucht Zeit. Er wird also von einem Insulinschub verschont, der stets einen Stressfaktor darstellt, auch für Menschen, die nicht unter der Zuckerkrankheit leiden. Nun, die Giganten der Straße, die kürzlich erst die Tour de France, die Tour der Leiden absolviert haben, kennen diese Zusammenhänge sehr genau. Sie hüten sich vor dem Start, zu viel zuckerhaltige Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Dafür aber stehen häufig Nudeln auf ihrem Speisezettel, wie Sie hier sehen. Nudelgerichte sind ja außerdem sehr schmackhaft. Versuchen Sie es doch auch mal, vor allen Dingen mit Vollkornnudeln. Dann haben Sie nämlich den Vorteil, dass genügend Ballaststoffe da drin sind. Zusätzlich behindert das nämlich den direkten Übergang der Glukose in die Blutbahn, was viele Rezepte mit besonders ballaststoffreichen und allerlei Getreide. So, das soll zur Sportlerernährung reichen, zumindest was die feste Nahrung anbelangt. In unserem Hobbytipp wollen wir das alles noch mit einigen schmackhaften Rezepten garnieren, selbstverständlich. Aber bleiben wir noch bei den Spitzenradfahrern. Es gibt wohl keinen Sport, der auf den langen Etappen dem Körper so viel abverlangt wie das Radrennfahren. Es ist natürlich klar, dass es zwischendurch nachgetankt werden muss, vor allem in Form von Getränken. Aber wenn Sie meinen, darin wäre sehr viel energiehaltiger Zucker, dann sind Sie schiefgewickelt.
Es handelt sich hierbei vor allen Dingen um Wasser, um die Wasserverluste durch den Schweiß zu ergänzen. Bei sportlichen Aktivitäten, die unter 1 bis 2 Stunden liegen, braucht man keinerlei Kohlenhydrat in Form von Trauben oder Fruchtzucker. Damit sind wir beim Thema Sportgetränke, ein wichtiges Thema. Ja, beim Sport ist das richtige Trinken von größerer Bedeutung als das richtige Essen. Der Mensch braucht stets genügend Wasserzufuhr. Pro Tag bei leichter Arbeit, also zum Beispiel im Büro, 2 bis 3 Liter. Das Wasser in der Suppe mitgerechnet. Selbstverständlich steigert sich der Bedarf, wenn man kräftig ins Schwitzen kommt, so wie hier die Nadja. Und was bei körperlicher Bewegung ja auch durchaus erwünscht ist. Je nach Außentemperatur kann der Dauerläufer oder der Radfahrer mehr als 1 Liter Schweiß pro Stunde verlieren. Würde dies Wasser nicht permanent wieder zugeführt, würde man einen Kreislaufkollaps erleiden und der kann durchaus tödlich enden. Aber Gott sei Dank schützt uns davor ein unbändiges Durstgefühl. Die Gefährdung rührt daher, dass durch den Flüssigkeitsverlust das Blut verdickt und durch Blutungsstörungen in den feinsten Blutgefäßen sind die Folge. Kann es zu Blutgerinnseln kommen, die die Adern verstopfen. Trinken Sie also genug. Und das gilt besonders, wenn Sie Herzinfarkt oder Thrombose gefährdet sind oder wenn Sie wegen eines zu hohen Blutdrucks auch urintreibende Mittel, Diuretika genannt, einnehmen. So mancher von Ihnen wird das mit dem Wasser vielleicht schon gehört haben. Und glücklicherweise ist dies zumindest unter Sporttreibenden, die ihr Hobby ernst nehmen, heute allgemein bekannt. Bekannt ist auch, dass durch den Schweiß dem Körper Mineralstoffe entzogen werden. Mit jedem Liter Schweiß werden ca. 2 Gramm Natriumchlorid, das heißt Kochsalz, 0,3 Gramm Kalium und noch weniger Calcium, 0,16 Gramm und 0,036 Gramm Magnesium ausgeschieden. Nun, weil jeder weiß, wie wichtig Mineralstoffe für uns sind und wir uns unsere Gesundheit gerne etwas kosten lassen, haben sich geschickte Geschäftemacher dieses Allgemeinwissen zunutze gemacht. Und dabei verwenden sie beim Anpreisen ihrer Waren gern hochgestochene Fremdwörter mit offensichtlicher Zauberwirkung. Wie anders ist sonst zu verstehen, dass sogenannte isotonische Drinks wie diese hier auf dem Getränkemarkt einen enormen Erfolg haben. Mit pseudowissenschaftlichen Methoden wird da Sporttreibenden versucht klarzumachen, dass es ohne gar nicht mehr geht. Ja, selbst Menschen, die mit Sport gar nichts am Hut haben, versuchen sie damit zu erreichen. Und das mit unglaublichem Erfolg. Denn pro Jahr gehen für 250 Millionen Mark isotonische Getränke und Sportgetränke durch die Kehlen der deutschen Bundesbürger. Und das für nix und wieder nix, wie unser Ernährungsexperte Dr. Moch von der Universität Gießen zu berichten weiß. Der Freizeitsportler, der Leistungssportler im mittleren Leistungsbereich benötigt solche Getränke nicht. Er benutzt sie aber und hierfür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Ein wesentlicher Grund ist der, es handelt sich bei diesen Produkten um Convenience-Produkte. Sie dienen der Bequemlichkeit. Sie sind schnell verfügbar, man reißt die Dose auf, man trinkt sie, man wirft sie weg. Ein weiterer Aspekt ist der, dass wir hier in unserer Konsumgesellschaft ein erhebliches sportives Element haben. Man gibt sich sportlich, jugendlich sportlich fit. Und dazu gehört mittlerweile nicht nur die Kleidung, dazu gehört das gesamte Outfit und mittlerweile gehört dazu eben auch, solche Produkte zu benutzen. Solche Getränke zu trinken, selbst dann, wenn man sie eigentlich gar nicht benötigt. Das ist eben die Kunst dieser Produzenten, Marktlücken zu finden, die sie selbst durch millionenschwere Werbung erzeugen. Man muss sich das einmal vorstellen. 1 Liter dieser üblichen isotonischen Getränke kostet so um die 4 Mark. Materialkosten vielleicht ein paar Groschen. Aber wir kaufen es, auch angelockt durch große Vorbilder, wenn Spitzensportler bei Fernsehübertragungen diese Getränke demonstrativ schlürfen, dann wissen Sie warum. Es winken hohe Tantiemen. Ob dann aber auch in den Dosen das tatsächlich drin ist, was draufsteht, das ist nicht immer gesagt. Viele Sportler wissen nämlich, dass der hohe Zuckergehalt gar nicht so leistungssteigernd wirkt, sondern eher durch das überschießende Insulin eine Belastung darstellt. Es lohnt sich im Übrigen auch mal, auf eine solche Dose etwas genauer draufzuschauen. Hier können Sie es lesen. Das Produkt ist isotonisch, weil es gleich viele gelöste Teilchen enthält wie die Flüssigkeiten des menschlichen Körpers.
Das ist nun der größte Quatsch, denn was ist eigentlich mit den Flüssigkeiten des menschlichen Körpers gemeint? Ist es das Blut oder die Lymphe oder gar der Schweiß? Wenn darin tatsächlich so viel Salz wie im Blut wäre, 0,9%, dann würde das viel zu salzig schmecken. Eine solche salzige Brühe könnte man Otto Normalverbraucher als gern gesehenen Käufer nicht andienen. Statt Salz wird dann eben ganz einfach Zucker hinzugefügt. Aber das ist eben die Methode. Man faselt da, was sich wissenschaftlich Anhörende daher. Und leider lässt sich der Verbraucher in Ermangelung besserer Aufklärung einlullen. Und deshalb, liebe Zuschauer, hier ein paar Rezepte, die nicht nur erheblich preiswerter, sondern auch gesünder sind. Nun, Kochsalz brauchen wir unserem normal sportiven Körper nicht über Getränke zuzuführen. In der Regel essen wir mit den Mahlzeiten eh viel zu viel. Der Kaliumverlust über den Schweiß ist auch gering. Sie sehen es, 0,3 Gramm oder 300 Milligramm pro Liter Schweiß. Und wenn Sie den dann doch ausgleichen wollen, in einem solch kleinen Stückchen Banane, nicht schwerer als 15 Gramm, ist mehr Kalium enthalten als hier in dieser ganzen Dose isotonischem Getränk. Also nehmen Sie ruhig mal eine Banane mit zum Sport, die liefert Kalium im Überfluss. Um die anderen Mineralien nachzufüllen, reicht ein mit Käse belegtes Brötchen. Das gibt dann viel mehr Calcium, Magnesium her, als in 2 Stunden durch kräftiges Schwitzen ausgeschieden werden kann. Das gilt übrigens auch für alle anderen im Schweiß enthaltenen Substanzen wie Eisen, Zink, Phosphor und so weiter. Und natürlich auch für die Energiesubstanz Glucose, die natürlich mit zusätzlichem Kaloriennachschub in der Stärke des Brötchens ausreichend enthalten ist. Das Problem mit den Mineralien ist also ganz leicht zu lösen. Bleibt noch der Flüssigkeitsnachschub. Der ist mit normalem Wasser recht einfach zu bewerkstelligen. Dabei muss es nicht immer Mineralwasser sein. Auch Trinkwasser aus dem Wasserhahn reicht völlig aus. Wenn dieses Wasser dann auch noch hart ist, dann enthält es fast genauso viel Calcium und Magnesium wie teures Mineralwasser. In unserer Juni-Hobbythek zum Thema Trinkwasser haben wir darüber ja schon ausführlich berichtet, auch dass das Wasser aus dem Wasserhahn zumindest Tafelwasserqualität besitzt. Von daher wissen Sie auch, dass man sehr einfach mit solchen Sprudler hier, zum Beispiel hier mit diesem kohlensäurespendenden Sprudler, Sprudelwasser selbst herstellen kann. Dieser Sprudler ist tatsächlich ein absoluter Hit geworden. Anfangs war er völlig ausverkauft. Leider ist unseres Erachtens der Preis mit 160 D-Mark zu hoch. Denn in England, wo er herkommt, ist er erheblich billiger, so um die 100 bis 120 D-Mark. Auf unser Nachhaken scheint jetzt Bewegung in die Preise zu kommen. Fragen Sie in den Läden nach, die die Hobbythek-Substanzen führen. Übrigens, als Getränk reicht auch ganz einfach Apfelsaft aus, und zwar verdünnt mit Mineralwasser, also Apfelschorle. Der Vorteil, mit Geschmack wird man eher verleitet, mehr zu trinken. Nun, ganz besonders, liebe Zuschauer, empfehle ich in diesem Zusammenhang unsere Frohsips. Da stehen Ihnen ja bekanntlich über 16 Geschmackssorten hier zur Verfügung, zunächst von den Einheimischen bis hin zu exotischen. Viele Zuschauer wissen die schon sehr zu schätzen, und zwar sind dies hochkonzentrierte Siruparten, die im Übrigen auch von der Industrie von Fruchtsäften oder Limonaden verwendet werden. Sie sind im Verhältnis 1 zu 40 zu verdünnen. Für 200 Milliliter, also 0,2 Liter hier, ein diesem Fruchtsirupkonzentrat dazu tun und schon ist das fertig. Jetzt können Sie es natürlich noch süßen. Wir empfehlen natürlich keinen Zucker, sondern hier unser garantiert unschädliches Süßungsmittel Leitsüß. Eine Tablette reicht da völlig aus. Oder aber hier unsere natürliche Apfelsüße. Nun, neuerdings gibt es auch ein spezielles Ballaststoffpulver aus Apfel- und Weizenfaser, liebe Zuschauer. Hier haben Sie es. Wir haben es Apfel-Weizen-Ballast HT genannt. Wenn Sie dies untermischen in Ihre normalen Säfte, dann erhalten Sie ein ballaststoffhaltiges Getränk, welches im Laden sündhaft teuer ist. Diese Flaschen hier, 0,7 Liter, kosten zum Beispiel 7 D-Mark.
Nun, unser Apfel-Weizen-Ballast-HT ist wieder ein innovatives Produkt der Hobbitheek, das es ebenso wie Frohsips und Leitsüß in den Läden zu kaufen gibt, wo traditionell die Zutaten aus den Hobbitheek-Sendungen angeboten werden. Die Telefonnummern finden Sie im Videotext. Dort gibt es auch unser Multimineral- und Multivitaminpulver. Diese können Sie natürlich ebenfalls untermischen in Ihre Getränke. Sie sehen, es müssen nicht unbedingt modische, spezielle Sportgetränke sein. Nun aber, liebe Zuschauer, zu einigen körperlichen Übungen, mit denen Sie Ihre Figur in Form bringen können, Frauke. Ja, beim Ausdauertraining, wie zum Beispiel beim Fahrradfahren, wird ja automatisch die Muskulatur am Po und am Bein trainiert. Allerdings wird weniger die Muskulatur am Oberkörper trainiert. Deshalb möchte ich Ihnen jetzt noch einige Übungen zeigen, die insbesondere die Arme, den Bauch und den Rücken trainieren. Die Stärkung der Rückenmuskulatur ist insbesondere wichtig, weil es die Wirbelsäule entlastet. Immerhin leiden die Hälfte aller Menschen unter Krankheiten, die von der Wirbelsäule herrühren. Und das kommt sehr häufig oder insbesondere bei der Zielsetzung, eine gute Bauchmuskulatur zu bekommen, wird sehr viel Schädliches für den Rücken getan. Wir wollen uns sie einmal anschauen an der Ulrike. Sie kennen es vielleicht noch von früher, dass man die Füße unter die Sprossenwand klemmte oder die Füße so festgehalten wurden. Und dann hat man sich mit geradem Rücken in die Sitzposition aufgerichtet, die sogenannten Sit-Ups. Wenn Sie aber nicht schon eine wirklich gute Bauchmuskulatur haben, dann geht das voll auf den Rücken. So, und wie Sie Ihren Rücken schonen können, das ist ganz einfach. Die Beine richten wir gleich auf, aber es reicht völlig, dass Sie den Kopf und die Brustmuskulatur anheben. Und Sie können dann hier sehen, das trainiert schon sehr gut die Bauchmuskulatur. Wichtig ist, dass Sie den Rücken ganz flach auf den Boden lassen. Um das zu vermeiden, sollten Sie die Beine so anwinkeln. Am Anfang reichen 10 Wiederholungen völlig aus. Strapazieren Sie sich nicht zu stark, denn dann bekommen Sie leicht Muskelkater und verlieren die Lust am Üben. Später können Sie dann so viele Sit-Ups machen, wie Sie sich wohlfühlen. Wenn Sie die Bauchmuskulatur jetzt nicht nur hier oben, sondern auch weiter unten trainieren wollen, können Sie es ganz einfach tun, indem Sie sich so aufsetzen. So, und jetzt heben wir die Beine und senken sie, allerdings nicht ganz auf den Boden, sondern in der Luft. So, das reicht jetzt für den Bauch schon völlig aus. Wollen wir noch einige Übungen für die Arme machen. Aber da sollten wir auch zunächst etwas aus der Vergangenheit ausräumen. Der altbewährte Liegestütz dient heute noch bestenfalls männlichem Imponiergehabe. Denn er kann die Gelenke belasten. Und wenn man nicht so eine hervorragende Rückenmuskulatur hat wie der Mario, dann belastet es sehr stark die Wirbelsäule. Die Wirbelsäule können Sie schonen. So, indem wir, das machen wir mal, uns einfach hier so in die Bankstellung bringen und dann einen Liegestütz in dieser Bankstellung machen. Das trainiert die Arme, die Nackenmuskulatur und die Brustmuskulatur. Achten Sie dabei auf die richtige Atmung. Sie atmen ein, wenn Sie runtergehen, und aus, wenn Sie raufgehen. So, das geht doch schon ganz schön auf die Arme, oder? Oh, ja. So, das war eine Übung für den Bizeps. Und jetzt wollen wir noch eine Übung für den Trizeps, also für den hinteren Arm tun. Denn im Alltag wird der hintere Arm gar nicht so viel eingesetzt und deshalb ist er oft schlaff. Setzen Sie sich dazu in rücklings in den Liegestütz und dann machen Sie auch einen Liegestütz aus den Armen und trainieren so hervorragend den hinteren Arm. Armbereich. Ja, Mario, ich glaube, das geht ganz schön auf die Arme. Das kann man wohl sagen. Jetzt möchte ich Ihnen noch eine Übung zeigen, speziell zur Straffung der Brustmuskulatur. Diese Übung hat den Vorteil, dass Sie sie eigentlich immer und überall machen können. Und außerdem können Sie mit dieser Übung hervorragend sich entspannen und Stress abbauen. Nehmen Sie dazu die Hände so vor die Brust und dann drücken Sie die Hände ganz fest zusammen, halten diese Spannung ungefähr 10 Sekunden und dann lassen Sie die Spannung wieder nach. Wiederholen Sie das so 5 bis 10 Mal und das ist eine Art isometrisches Training. Das heißt, Sie trainieren weniger die Ausdauer, aber das regt durchaus die Muskelbildung an. Wie gesagt, die Anzahl der Wiederholungen, die müssen Sie sich für sich individuell finden, immer nach dem Gesetz, wie Sie sich wohlfühlen. Wir empfehlen Ihnen, diese Übung so täglich 10 bis 15 Minuten zu machen. Und wenn Sie das Ganze dann noch mit einem Ausdauertraining verbinden, ist das optimal.
Ich denke, liebe Zuschauer, das waren gute Tipps für Leute, die keine Zeit haben, täglich ins Fitnessstudio zu gehen, jedoch auch für solche, die in der Öffentlichkeit nicht trainieren wollen. Aber wer die Geselligkeit liebt und etwas stärkere Kontrolle durch Fachleute bevorzugt, der kann selbstverständlich diese Studios aufsuchen. Ich muss sagen, inzwischen ist die Qualität der Fitnessberater erheblich besser geworden. Viele haben ein abgeschlossenes Sportstudium und garantieren, dass sie sich nicht kaputt fitnessieren, sagen wir es mal so. So, das war das nun, was wir Ihnen erzählen wollen, inhaltlich. Nun zu unserem Fernsehschirmspiel. Zunächst zu den Gewinnern aus der Hobbythek von vor 2 Monaten. War Videoschnitt mit Pfiff. Hans-Peter Hörning-Anstein hat uns diese Postkarte mit dem richtigen Lösungswort Filmschnitt geschickt. Und die Auslosung, lieber Hörnig, hat für Sie den ersten Preis ergeben. Sie können ein Minidisc-Gerät hier Ihr eigen nennen, und zwar für reine Wiedergabe. Den zweiten Preis hier, einen Schnittcomputer, hat Herr Reinhard Niehus aus Köln und genau gesagt in Köln-Delbrück gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Die Gewinner der Trostpreise, und zwar 10 Bücher unseres Buchs Alles über Fernsehen, Video, Satellit und 10 Hobbythek-Bücher, betörende Parfums, heilende Düfte, werden wir schriftlich benachrichtigen. Und dies hier, das war nun die Lösung unseres Bildschirmrätsels aus der August-Hobbythek. Wenn Sie mit dem Filzstift hier auf Ihrer Mattscheibe dem wandernden Lichtpunkt gefolgt sind, hatten Sie dieses Gemälde und das gesuchte Lösungswort können Sie daraus, das sollte also Regen darstellen, und das die Tonne, also Regentonne. Die Gewinner werden in der Oktober-Sendung bekannt gegeben. Nun, wenn Sie diesmal mitmachen bei unserer Bildschirmmalerei, dann können Sie hier dieses fantastische Minidisc-Gerät, und zwar für Aufnahme und Wiedergabe von Sprache und Musik in CD-Qualität gewinnen. Im Laden kostet das etwa 1200 D-Mark. Aber auch die sogenannten Trostpreise haben es diesmal in sich. Es wird nicht nur 20 Mal das Hobbythek-Buch Gesund genießt mit Früchten und Getränken ausgesetzt, sondern zusätzlich noch 3 kleine Frosip-Flaschen oder aber eine große und eine kleine Dose Leitsüß. Das ist sozusagen ein Probierpaket, wert zusammen 60 D-Mark. Wenn Fortuna Ihnen nicht hold sein sollte, kein Problem. Sie können nämlich dieses Arrangement für kurze Zeit als Sonderangebot, und zwar für nur 30 D-Mark, in den meisten Läden erhalten, die traditionell die Hobbythek-Produkte anbieten. Während ich jetzt das Fernsehschirmspiel vorbereite, sagt Ihnen die Frauke noch, wie Sie an unseren kostenlosen Hobbytipp rankommen können. Ja, senden Sie uns einen an sich selbst adressierten und mit 1,50 € frankierten Rückumschlag der Größe DIN C5 zu. Vergessen Sie auf keinen Fall, Büchersendung draufzuschreiben, denn dann kostet es Nachporto. Diesen Umschlag falten Sie 2-mal, stecken ihn in einen normalen Umschlag, den Sie an uns schicken. An WDR Hobbythek mit dem Stichwort Fitness in 50610 Köln. Diese Adresse sehen Sie jetzt noch eingeblendet. Darunter sehen Sie auch Videotextseiten, in Informationen dieser Sendung und die Bezugsquellenhinweise finden. Der Videotext steht mindestens 14 Tage für Sie zum Abruf bereit. Ja, Jean, bist du jetzt auch bereit? Aber selbstverständlich, wir beginnen an dieser Stelle. Ich möchte noch etwas sagen, liebe Zuschauer, was die Hobbytipps anbelangt. Selbstverständlich können Sie die nicht direkt sozusagen bekommen. Das dauert immer traditionell 2 bis 3 Monate. Wir können das leider nicht beschleunigen. So, das ist jetzt die Figur, zumindest den äußeren Rahmen. Jetzt kommt hier innen rein noch ein zweiter Ansatz. So, bis dahin. Und letztlich kommt es auf diesen Teil an, da wo der Pfeil jetzt hinzeigt. Viel Spaß bei der Lösung. Ich hoffe, verehrte Zuschauer, wir haben Sie mit unserer heutigen Sendung angeregt, in Zukunft etwas gesünder Fitness zu betreiben. Ja, wir sehen uns wieder im Oktober, und da geht es um Nüsse. Das sind nämlich vielseitige Tausendsassas. Tolle Sendung. Bis dahin, tschüss, auf Wiedersehen. Okay, und jetzt aber. Schalt mal ab und knipst dich an. Sei doch einmal selbst der Mann. Schaff dich mal, das ist nicht schwer. Hobbythek im WDR. Schalt mal ab. Hier noch einmal die Adresse für den Hobbytipp.